Hallo, lieber Skorpion, ich grüße dich herzlich zu deiner Seelenbotschaft. Mein Name ist Jacqueline und wir schauen jetzt mal in deinen Oktober 2024, was die Energien für dich bereithalten. Wie immer weißt du, alles auf dich umlegen und das für dich mitnehmen, was sich richtig und stimmig anfühlt. Für persönliche Hilfe und Unterstützung schau gerne unten vorbei und du hast auch die Möglichkeit, dich anzumelden für den Winterzirkel zu meinem Firmenjubiläum in Köln. Habe ich mir was Besonderes überlegt, und zwar ein Winterzirkel nach dem Motto Gemeinsam statt einsam durch die Winterzeit. Wir lernen uns persönlich kennen in Live-Zoom-Calls. Wir machen die Rauhnächte zusammen, aber auch in deinem Tempo mit Videolektionen. Es gibt Orakel, es gibt Specials und das zu einem einmaligen Sonderpreis. Ich freue mich auf dich, wenn du mit dabei bist. Natürlich hast du auch die Möglichkeit, dich noch anzumelden für die Energy-Tarot-Ausbildung. Wenn du Skorpion bist, könnte dich das besonders interessieren, denn dir liegt ja Magie im Blut. Und zwar geht es hier darum, das Tarot zu erlernen, anzuwenden, aber das mit deiner ganz ureigenen persönlichen Fähigkeit. Und wir starten da am 14. November. Also sei noch mit dabei. So, und wenn du im Sonnenzeichen, Mondzeichen oder Aszendent Skorpion bist, schauen wir jetzt in deine Oktoberenergie. Für den Skorpion bitte im Oktober, worum geht's? Würde mal sagen, ist halt dein Thema. Wir haben hier Thanatos. Es geht um. Es geht darum, dass etwas stirbt in dir, was dich in deinem Schmerz gefangen hält. Etwas, wo du dich immer wieder im Kreis drehst und das in verschiedenen Lebensbereichen. Also wie ein stetiger Schmerz, der wie eine Spirale sich durch dein Leben, durch deine Lebensthemen zieht, die Wurzel aber ein und dieselbe ist. Und es geht darum, genau das zu erkennen und aus diesem Netz raus zu lösen. Zeit spielt im Oktober eine ganz große Rolle für dich. Also das Thema Zeit, Zeitreisen, Träume, so ein bisschen Surrealität, Illusion und gleichzeitig auch Realität. Es geht bei dir um einen ganz krassen Cut. Aber dieser Cut ist irgendwie nicht so wie ein Schwerter-Cut, sondern es ist wie der Cut ist die Erkenntnis. Und von jetzt auf gleich, da geht es nicht mehr um was zu trennen, was zu lösen, sondern durch die Erkenntnis ist auf einmal eine ganz andere Realität da. Also so ein bisschen Magic Energy. Sehr spannend. Wenn man sich das hier mal so ansieht, wir haben hier tatsächlich Hände, Füße, ein Auge. Ein Gesicht. Ich bekomme den Satz, es ist an der Zeit, die Dornenkrone abzunehmen. Was bedeutet das für dich, die Dornenkrone abzunehmen? Du bist selbstverantwortlich für jeglichen Schmerz, den du dir zufügst. Du bist selbstverantwortlich für deine negativen Gedanken, für deine Negativspiralen und gleichzeitig für jeden unwohlen Gedanken und Gefühl darfst du in den Spiegel schauen und dort deinen Unmut preisgeben. Ich höre gerade, ouch, das gefällt vielen nicht. Ich habe auch Skorpion in meinem Chart, also wir haben ja immer irgendwie alles, aber oh ja. Von daher, ich weiß, wie du dich fühlst. Ja, es geht hier mit dem Magier und Rat des Schicksals um etwas, was hier durchbrochen wird. Auch hier haben ne, wir wieder hier Spinnennetz, Kreis, wir haben hier den Kreis und wir haben hier aber auch das Rausbrechen, die Erkenntnis, etwas anders machen. Du wirst im Oktober etwas anders machen als sonst und das wird deine Realität komplett verändern, erneuern. Das ist höchst spannend. Denn wir haben hier Militärsperson und Gerichtsperson und ich meine, ein anderes Zeichen hätte. War das die gleiche Kombination? Wer war denn das?
Krieg Gänsehaut. Ein Zeichen, glaube ich, war das die gleiche Kombination. Militärsperson, Gerichtsperson, ja, es geht darum, etwas hier zu beschließen. Und zwar beschließt du, etwas anders zu machen, und zwar nicht so wie sonst. Das setzt das Schicksalsrad in Gang und etwas ganz Neues entsteht. Und das Neue ist die Realität. Es geht nämlich um ein absolutes Durchbrechen der Norm, deiner Norm, was du denkst, wovon du überzeugt bist, und du merkst, dass es vielleicht gar nicht so nützlich ist, wovon du überzeugt bist. Also machst du etwas anders. Und dieses anders ist der Schlüssel. Worum geht's? Na hallo, jawohl, es geht hier aus dieser Energie zu dieser Energie zu kommen. Wir haben 10 der Münzen. Es geht um die Fülle. Es geht um das Aufbrechen. Und wenn du jetzt noch direkt, wenn ich das sage, daran denkst, dass morgen 10.000 Euro, 100.000 Euro auf deinem Konto sind, dann bist du noch definitiv im falschen Modus. Denn was ist Fülle für dich wirklich? Jetzt in diesem Moment, jetzt während du mir zusiehst, lehn dich zurück und frag dich, was ist denn für, selbst wenn du jetzt 1 Million Euro hast, es geht ja nicht darum, dass du das hast. Super, dann sitzt du, keine Ahnung, auf Geldschein, aber keine Ahnung, das nimmt dir ja noch Platz im Zimmer weg. Also, es geht nie um das Geld. Was willst du mit dem Geld machen? Welche Erfahrungen willst du damit sammeln? Es geht darum, was ist Fülle für dich? Was ist für dich 10 der Münzen? Fülle, materielle Fülle, emotionale Fülle, Familie, Stabilität. Was heißt das? Was muss passieren, damit du dich fühlst wie 10 der Münzen? Damit du die Energie dieser Karte lebst im Jetzt. Was muss passieren? Und während du mit diesen Gedanken spielst, wirst du merken, habe ich mich vielleicht noch nie gefragt oder habe ich mich so in der Tiefe noch nie gefragt, könnte dir sehr, sehr helfen, dein komplettes Bewusstsein zu verändern. Und zwar in 10 der Münzen. Eine Botschaft vom Universum für die Skorpione. Yes, Baby. Die innere Bestimmung. Ja, es geht darum, dass du erkennst, dass alles ein Spiegel ist und dass das Negative, wenn wir alles negativ sehen, wenn wir rausgucken und es regnet und sagen, oh, es regnet ja schon wieder, und das Bewerten als schlecht, ist das negativ. Was kommt in dein Leben? Sinnbildlich Regen in sämtlichen Formen. Wenn du aber rausguckst und siehst, dass es regnet und denkst, oh, wie schön, ach, es regnet, die Pflanzen bekommen Wasser, dass du der Natur mal gut es einfach so annimmst. Es regnet, okay. Es ist einfach, die Realität ist, es regnet, Punkt. Dann bleibst du in deiner Schwingung, in deiner Energie, und wenn du dich noch darüber freust, dass es regnet, ja, was glaubst du, was kommt in dein Leben? Freude. Also, es geht hier darum, dass du mehr erkennst, dass du Schöpfer deiner selbst bist, dass du die Fäden des Spinnennetzes selbst spinnst und in der Hand hast und damit auch in der Lage bist, viel zu erreichen. Eine letzte Karte für die Skorpione, bitte. Ja, oh mein Gott. Hier regnet es. Du guckst raus und es regnet und hier regnet es. Yes. Ne? Und hier, die Pflanzen bekommen Wasser und die freuen sich und dann kommt Freude. Also danke, das hätte ja jetzt symbolisch nicht besser passen können. Ja, es geht hier um eine Reinigung. Du erkennst einiges, löst etwas, switcht etwas, gehst in die Magierenergie und wirst somit irgendwie neu geboren. Etwas in dir wird neu geboren, damit es sich entfalten kann. Das klingt doch großartig. Ich wünsche dir einen wunderschönen Oktober, lieber Skorpion. Ich bedanke mich bei dir fürs Zuschauen, fürs Zuhören. Und wenn du magst, bis ganz, ganz bald. Mach's gut.